Das IUTA in Duisburg ist eines der größten verfahrenstechnischen Institute Deutschlands. Hier forschen Diplom-Ingenieur Frank Grüning und sein Team unter anderem gemeinsam mit Dr. Klaus Opwies vom Deutschen Textilforschungszentrum Nordwest. Sie sind nominiert für den Otto von Guericke-Preis 2014. Abwasserbehandlung ist für Industrieunternehmen in aller Regel eher ein lästiges Thema. Dabei transportiert Abwasser fast immer auch wertvolle Frachten wie Phosphor, seltene Erden oder Edelmetalle. Die Rückgewinnung dieser Wertstoffe war mit konventionellen Methoden bisher aber oft nicht lohnenswert oder nicht möglich. Abwässer sind bedeutende Wertmetallquellen. Das Problem einer effektiven Aufarbeitung besteht jedoch darin, dass die interessierenden Metallkationen nur in sehr geringen Konzentrationen vorliegen. Aus diesem Grunde haben wir uns in diesem Projekt zum Ziel gesetzt, eine beträchtliche Anreicherung dieser Metalle zu erreichen. Dies haben wir auf Basis funktionalisierter Textilien realisiert, was wir anschließend verfahrenstechnisch umgesetzt haben. Das von uns entwickelte Adsorbertextil besteht aus Polyester, an das wir über einfache Methoden der textilen Ausrüstung, sogenannte Polyelektrolyte, dauerhaft fixiert haben. Diese Polyelektrolyte sind in der Lage, aus bestimmten Lösungen Silber oder Gold oder andere Wertmetalle herauszufischen. Wir haben das in der Praxis eindrucksvoll zeigen können an palladiumhaltigen Lösungen. Dort ist es uns gelungen, bis zu 20 Gramm Palladium an einem Kilogramm Textil zu binden und daraus auch zurückzugewinnen. Als kleines mittelständisches Unternehmen stoßen wir regelmäßig in der Entwicklungsarbeit an unsere Grenzen und sind so auf die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten angewiesen. Das vorliegende Projekt zur Rückgewinnung von Wertstoffmetallen ist ein echtes Paradebeispiel. Das folgt einerseits den Megatrends der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung und gibt uns andererseits die Möglichkeit, mit einem tollen Produkt neue Märkte zu erschließen. Aus den Ergebnissen der Forschungsarbeiten leiten sich eine ganze Vielzahl von wirtschaftlich und technisch interessanten Anwendungen ab. Diese haben schon ganz konkret zu Vereinbarungen mit Unternehmen und Verbänden geführt. Die technische Fertigung des Adsorbertextils ist bereits im Kundenauftrag durchgeführt worden. Potenziale, die wir mit dieser Art von Forschung jetzt für klein- und mittelständische Unternehmen erschließen. Nominiert für den Otto von Guericke-Preis 2014. Diplom-Ingenieur Frank Grüning und Dr. Klaus Opwies. Industrielle Gemeinschaftsforschung. Innovationskraft für Deutschland.